das Messer. Jo, die Kinder haben Frühstück gemacht. Und zwar alleine. Sie waren ganz alleine das Frühstück vorbereitet. Sogar noch ein bisschen geschmückt dort oben. Ein Ballon, ja, habe ich gesehen. Und Girlande. Ich habe dort auch nochmal Schmetterlinge hingemacht, die ich gebastelt habe. Und die Mama hat keinen Hunger. Wir haben alles nie geschmückt, weil es kommt irgendwann das Baby von Mama. Schon wieder ein Mädchen. So, meine Kinder gehen heute wieder zum Zahnarzt. Aber diesmal mit Anouk. Und bei dir? Was machst du da heute? Hat sie kontrolliert meine Zahnspange. Ja. Ja, das Angebot bei eBay habe ich entfernt jetzt. Der Laden steht jetzt nicht mehr zur Disposition. Ist ja wohl klar. Sondern ja? Einfach Verkaufsladen. Das ist aber jedes Jahr so. Und das ist jedes Jahr so, genau. Das ist ja... Wundert euch nicht. Der Laden ist geschlossen. Leider. Letzt im Winter schon. Da können wir leider. Ja. Ich hab Oma gefragt. Hier ist die Schere. Hallo, das hier ist unser Paket von Slime. Von Slime. Und wir machen es heute auf. Das ist vom Graf von Slime. Graf von Slime hat eine Sendung geschickt. Er schickt seinen letzten Rotz. Warte. Macht beide. Oh, Elsa, Schleim. Hupsi-Toilette. Hupstoilette. Zuckerwatte. Hier. Und ich habe mir diese Augen gewünscht. Alle Zuckerwatte sollen auch fürs Garten sein. Ja, da sind 3 Zuckerwatten. Oh, Anouk. Nee, das, die eine Zuckerwatte ist nicht mehr existent. Was ist denn da passiert? Kaputt. Oh, das ist ein Brief, den machen wir als erstes. Okay, warum jetzt? Also, das hier ist dein. Nein, du entscheidest. Nein! Du entscheidest hier nicht! Warte, bitte. Gib mal her. Ich will so schießen. Hat mal jemand unterwegs genascht, deswegen war das Paket so lange weg. Das ist mein Handy. Voll aufgebrochen. Alles deins. Für dich war sehr schlank gedacht, weil du hast ja. Nämlich blau immer so gern. Soll ich dir helfen? Das ist vertrocknet. Boah, riecht okay. Das. Aber schwer ist es ja. Von Oma und Opa. Herz, 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 Herz. Wir lieben euch viel Spaß. Meine Pupsi-Toilette. Oh, meine Toilette, ich will die öffnen mal. Gib her, gib her! Wir haben einmal. Warte. Oh. Schaut mal meine an. Oh, lecker. Du hast das die Wurst. Mein Auge. Das ist ja furchtbar. Ich bin ein Augenmensch. Ich esse Augen. Das sind ja Sachen. Na, ich esse Augen. Ich esse Augen. Wie cool. Nein, das habe ich gerade erst gekriegt. Mein Gott. Ich werde ganz gehen. Ich beschütze euch. Meine Zuckerwatte ist für Skadi. Ich weiß. Es gibt aber nur wenige. Ja, aber ihr kriegt alles und Skadi kriegt gar nichts oder was. Oma hat für jeden eins eingepackt. Kann ja Skadi wohl jetzt nichts oh, für. Oh Mann, ey. Ja, und sie kriegt trotzdem Skadi. Ich will sowieso keinen. Glaube ich zumindest. Und der Vater, der Zimmer auf deinem Meister. Oma, was tust du uns an? Guck mal hier, kriegt man ja nicht mehr aus hier. Omi. Bitte nimm uns lang, der nichts klebt. Er sollte nicht an. Oh, Oma hat mir doch Pupstein geholt. So, und jetzt gehst du dir auf alle Fälle richtig die Hände waschen. Richtig toll. Oh, kannst du ja keinem anbieten. Stell mal vor, ich wird an die Dicke da, kommt an die Dicke ran, da krieg ich ja Krise. Da kriegt jeder die Krise. In der Mama ist begeistert. Sind die Kinder ganz gut abgelenkt immer. Mhm. Und die Eltern auch, die haben noch mehr Arbeit. Ja, so ist das. Der Müll liegt natürlich auch wieder hier überall jetzt. Wird spontan liegen gelassen. Ja, auf alle Fälle könnt ihr euch mal bedanken bei Oma hier.
Danke, Oma, für den tollen Schleim und die tollen Augen. Die Augen. Ja, die Augen sehen irgendwie cool aus. Halloween, ich hab dicke Augen. Ui, ui. Wir haben Besuch. Katastrophe. Oh yeah! Ich kann Lumi? Lumi? Hose hoch! Er kriegt die Krise. Ja. Lumi zieht sich da aus, macht sich nackig. Sexy. Macht sexy. Scheiße, ich hab mir das kein Schamgefühl. Überhaupt nichts, ist scheißegal. Lisa steht so daneben, so. Naja, es geht natürlich nicht nur um Lumi, sondern auch um andere, ne? Ich meine, Lumen ist es völlig. Ja, aber ich mit anderen Leuten ja auch irgendwo eine Grenze, wo es die zu viel wird. Ne? Das muss man auch respektieren. Ach, ehrlich? Das muss man auch respektieren. Respektieren. Sag bloß. Wie gesagt, heute ist so aufnahmetechnisch ist jetzt wirklich nicht so viel Interessantes zu zeigen. Ich meine, wie ich am Computer sitze und arbeite, das ist völlig uninteressant. Das mache ich jetzt seit etlichsten Stunden. Da kann man nicht so viel zeigen. Das ist wirklich doof. Doof für euch. Na, vielleicht schneiden wir zusammen mit dem Tag von morgen. Werden wir sehen. Ne? Anuxi, putzt dir die Zähne nach. Nein. Ja! Papa, ich hab schon die Beine putzt. Du hast schon die Beine putzt. Du hast schon fertig. So fein, ja. Ich hab beide Beine angesagt. Ihr habt beide schon die Zähne putzt. Los, Anuk. Hopp. Zähne nachputzen. Video ist fertig. Das stelle ich jetzt hoch. Auf den anderen Kanal. Und sagen wir mal so, heute kommt nichts für den Fahrradsalon. Da kommt heute nichts. Das ist zu wenig einfach. Das ist einfach zu lasch, zu mau. Dann machen wir morgen wieder weiter beim Fahrradsalon. Also sehen wir uns gleich im Anschluss wieder. Bis gleich. Warum bist du so früh wach geworden, Leute? Ich bin schon vor Ausgeschlafen. Und jetzt gut im Angeschlafen. Ich nehme das mal alles falsch, dass es langsam bergauf kommt, dass man auch mal wieder ausgeholt ist. Ja, das ist schön. Guten Morgen. Wo ist jetzt das Auto? Ich gehe das Auto suchen. Wieder nicht. Hat in einen Hausflur gepinkelt hier. Und das bei unserem schönen Hausflur. Das geht natürlich nicht. Mal jetzt erstmal wegwischen. Dann wische ich das schnell weg, wenn das geht. So, braucht nur den Eimer. Na, wie kann man bloß dahin pissen? Also, so was Bescheuertes. Na, ich wische das erstmal so weg, grob mit Zebra und dann geschickt drüber.
Jack war noch nie so sauber. Laut diesem Flyer, da ist die Verteilung drauf, wie was bewertet wird. Mobilität wird mit 10% gewertet. Die Gewichtung, je nachdem wie eingeschränkt jemand ist. Schnarch. Kognitive Fähigkeiten und kommunikative Fähigkeiten sind 15%. Der größte Posten sind Selbstversorgung. Ich weiß nicht, also niemand fällt da, denke ich, auch ein bisschen drunter mit Anziehen, Ausziehen. Braucht sie Hilfe meistens. Und mit Körperhygiene braucht sie viel Hilfe. Und Versorgung und Therapietermine und Alltagsleben. Kann man ja so ein bisschen so aufgliedern, damit ich nicht alles querbeet und man total durcheinander ist und was. Mach mir gut. Ja, und dann wird es, werden da Punkte vergeben, aber keine Ahnung, wie das Punktesystem funktioniert. Ich würde jetzt auch mehr Elterngeld bekommen, hätte ich meine Stunden deswegen nicht reduzieren müssen. Muss man einfach mal so alles zusammenrechnen, weißt du? Ich habe ja jetzt meine Stunden nochmal um 5 Wochen reduziert mit der Diagnose wegen der ganzen Therapietermine. Und ich meine, ich habe diese Therapietermine, 3 Stück in der Woche mit ihr und dann noch diese quartalsweisen im SPZ-Termine, die ich wahrnehmen muss, eventuell öfter, je nachdem, und die ganzen Behördengänge, die man noch so hat. Das habe ich ja nur gemacht wegen dieser Autismusdiagnose. Ansonsten hätte ich ja weiter 20 Stunden arbeiten können, was mir praktisch 200 Euro im Monat weniger ausmacht. Ne? Deswegen. Und die würden dafür dann 165 Euro kriegen. Pflegegeld. Gleicht sich ungefähr aus. Ungefähr. Mit dem Schwerbehindertenausweis kriege ich den Geschwisterzuschuss, weil sie beeinträchtigt ist. Ist sie ja nun mal eh, warum dann nicht beantragen und mit angeben? Kriegen wir 75 Euro auch ein Jahr lang. Und man kriegt halt diese ganzen Vergünstigungen, die kommt in Schwimmbad und sonst 3 Monate als Begleitperson auch. Das heißt, 2 Mal Eintritt weniger. Oder Zoo musst du auch nicht bezahlen. Die Diana und Elke mussten nichts bezahlen. Nein. Und du warst beim Trophy. Ja. Ja, ist natürlich viel Geld, oder? Ja, das ist richtig viel Geld. Und so kann man sich das. Wenn man mal was vorhat. Ein bisschen sparen, ne? Jo, Tommy ist wieder hier. In seinem Büro. Und ich werde heute nur aufräumen. Den ganzen Tag. Ja, total langweilig, aber es muss sein. Und zwar haben wir ja viele Sachen in den Keller runtergebracht, die dann entstaubt werden müssen. Genau das werde ich heute machen. Ich werde dann immer in den Keller gehen, werde ein paar Sachen entstauben, werde die in meine Kiste packen, werde die hier hochbringen und werde die hier oben verräumen. Also es wird ein relativ öder Arbeitstag, aber ihr dürft gerne dabei sein. Zuerst wische ich jetzt mal hier ein bisschen durch, nochmal in den vorderen Bereich. Also. Ja, viel Spaß. Vielleicht habt ihr ja, vielleicht passiert irgendwas Interessantes heute noch, irgendwas anderes, womit man nicht rechnet. Ja, wisst ihr, wie das Leben ist? Mal so, mal so.
Moin. Na? Du wurdest heute schon gesucht von Anwender. Hallo erstmal. Ja, hallo. Ja. Warum, was wollt ihr? Ja, weil Ecke hier so mit Bremsen habe, weißt du? Und da sagt, du machst auf Internet mäßig, oder? Sag ich so. Nur mit welchem? Huch. Carbon, Elberschaltung. Von Carbon. Wer gut Ahnung hat von Verstärker bauen. Ich hab den von Adam, siehst du? Ja. Da ist eben ein Teil, eine Platine ab, raus und 28.400. Boah! Ja! Aber alle Teile sind so weit da. Aber ich hab den, der so auch noch hat. €45. Hat gerade gekauft mit Rechnung, €45. Eine Campagnolo Chorus Ultra Shift 11-fach Carbon. Ja, stelle ich ins Netz. Keine Ahnung. Ist ja neu. So ist es. Für die beiden Bremsen hier haben. Und bei der irgendwie sieht nicht blöd. Ja, so schön technisch. Da muss man irgendwas machen, irgendwie ein Teil finden, was man alles abgebrochen hier vorne leider. Jawohl, ich baue mir jetzt wieder ein Fahrrad auf, ein 24er. Wenn ich das fertig habe, dann baut mir endlich ein 26er auf dem HC. Oh Gott. Dann wollte ich ja, war ja mein nächstes Projekt gewesen, bis zu 24 dann wegkam, ja. Denn, 30€. Jo. Feierabend, wie das duftet. Nee, geblubbert. Wieso? Die Leute voll geblubbert, oder? So, der heutige Tag wäre geschafft. Ich sage jetzt tschüss, wir sehen uns. Im nächsten Vlog, genau. Und Lumi geht jetzt auch ins Bett. Süßi.